yes, 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 jetzt meine Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Crafting-Video auf meinem Kanal. Geisteskranker Content, der da von EA Sports rausgekommen ist. Es ist nicht nur das TOTS-Upgrade wiederholbar fünfmal rausgekommen, es ist auch für jede der Top 5 Ligen so ein Upgrade-Pack, also diese 25k-Pack rausgekommen. Dazu noch 82 plus Spielerwahl, 82 bis 88 Upgrade, langweilig, und auch der 80 plus FX Layer Pick. Sehr interessanter Content. Ich zeige euch jetzt, wie ihr meiner Meinung nach am effektivsten diese Packs grinden könnt und dann dementsprechend schnell, kostengünstig die meisten Ultimate Tots ziehen kann. Das sollte ja die Mission von jedem von uns sein. Deswegen schaut das Video wie immer bis zum Ende. Supportet gerne das Video, lasst ein Like da und kommentiert auch gerne, welche der Top 5 Ligen Upgrade Packs ihr ballert, welche die besten sind, was ihr so daraus gezogen habt. Und zu guter Letzt vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren, um in Zukunft solche Videos auf jeden Fall nicht zu verpassen und auch vor allen Dingen rechtzeitig zu sehen. Gut, womit fangen wir an? Das ist euch jetzt überlassen, welche der Top 5 Ligen Packs ihr nehmen müsst. Das kann ich euch nicht abnehmen, weil ich nicht euer Team kenne. Wenn ihr jetzt Spieler unbedingt aus der Ligue 1 braucht, dann macht ihr natürlich das Premium Ligue 1 Upgrade. Wenn ihr jetzt Spieler unbedingt aus der La Liga braucht, dann macht ihr das Premium La Liga Upgrade. Die nehmen sich nämlich nicht, die kosten alle gleich viel. Ihr müsst für jedes dieser SBCs nämlich immer 11 seltene Spieler abgeben und dementsprechend ist es egal, welches ihr nehmt für die Crafting-Methode. Und damit fangen wir dann nämlich an, dass wir uns 11 seltene Spieler kaufen für das Premium Upgrade. Natürlich wieder kurz am Rande, macht euren Verein vorher leer, haut alle Rare-Spieler, die ihr habt, da rein, haut alle Non-Rare-Spieler, die ihr habt, zum Beispiel dann das 80-Plus-Upgrade, damit euer Verein leer ist, bevor ihr mit dem Crafting anfangt. So, haben wir uns dann die 11 Rare-Spieler auf dem Transfermarkt gekauft, haben wir 8k, vielleicht 9k bezahlt. Ich würde euch empfehlen, die zu erbieten, das ist meistens günstiger. Gehen wir aber einfach mal von 9k pro Pack aus, macht das Ganze dann und kriegt aus diesem Pack dann 12 Spieler, 9 Non-Rare und 3 seltene. So, das machen wir einmal. So, dann öffnen wir das Pack, schauen, haben wir Duplikate drin oder nicht. Haben wir keine Duplikate drin, packen wir alles in den Verein. Machen das Ganze dann nochmal. Also ihr könnt euch natürlich auch am Anfang einfach ganz viele Rare-Spieler kaufen, aber ich würde euch empfehlen, damit ihr dann auch keine Duplikate schon einkauft. Also es kann ja sein, dass ihr Spieler kauft und die dann Duplicate-mäßig in diesem Pack drin habt. Das wäre natürlich Quatsch. Deswegen würde ich euch immer empfehlen, 11 Spieler zu kaufen, eins von diesen Premium-Upgrades zu machen, eurer Wahl. Und das macht ihr jetzt so lange, bis euer erstes Duplikat kommt oder ihr einfach sagt, dass ihr keine Coins mehr ausgeben möchtet und genug von den Packs geöffnet habt. So, was haben wir denn jetzt im Verein? Wir kriegen ja pro Pack 9 Non-Rare-Spieler und 3 seltene. Was brauchen wir denn für den 80-Plus FX Player Pick? Richtig, für diese SBC brauchen wir diese 9 Non-Rare-Spieler, aber nur 2 von 3 Rare-Spielern. Dementsprechend, wenn ihr eins von diesen Premium-Upgrades macht, könnt ihr automatisch auch mal einen 80-Plus FX Player Pick machen. Dementsprechend, wenn ihr jetzt ein paar, sagen wir, keine Ahnung, ihr habt jetzt 5-mal diese Premium-Upgrades gemacht, dann habt ihr insgesamt genug Spieler im Verein, um auch 5-mal diesen 80-Plus FX Player Pick zu machen. Aber um eben diesen Duplikaten aus dem Weg zu gehen, lohnt es sich meiner Meinung nach nicht, einen Premium-Upgrade zu machen und direkt einen 80-Plus zu machen, sondern so viele von diesen Premium-Upgrades zu machen, bis man ein Duplikat hat. Ihr zieht jetzt zum Beispiel aus dem Premium Premier League Upgrade Zaha jetzt doppelt als Beispiel, 82er Flügel, sondern wisst ihr, dass ihr den ja unbedingt abgeben müsst. Ihr habt jetzt als Beispiel dann schon 5 Stück davon gemacht, wisst also auch, dass ihr genug Non-Rare und Rare wieder im Verein habt. Dann packt ihr Zaha in den 80-Plus FX Player Pick rein, füllt den Rest auf, gebt das Ding ab, öffnet den Player Pick, zack, habt euer Duplikat recycelt und macht dann weiter wieder mit den Premium Upgrade Pack. Seid ihr an dem Punkt, wo ihr keine Coins mehr habt oder auch einfach keinen Bock mehr habt zu craften, ist euer Verein ja aber dementsprechend voll. Ihr habt ja immer Duplikate recycelt, aber trotzdem füllt sich euer Verein ja immer mit Non-Rare und Rare-Spielern und dadurch könnt ihr dann am Ende, je nachdem wie viele ihr von diesen Premium-Upgrades gemacht habt, noch so viele 80-Plus-Dinger machen und daraus dann auch nochmal geile Spieler und möglicherweise auch Tots aus dem Best-of ziehen. Und somit habt ihr dann automatisch eine doppelte Chance. Ihr kriegt für ein Premium-Upgrade-Pack direkt immer noch ein 80-Plus-Pick sozusagen kostenlos dazu. Das heißt 2 in 1, super Ding in meinen Augen. Und wie gesagt, wenn ihr das so macht, dass ihr erst die ganze Zeit immer diese Premium-Upgrades ballert, bis ihr ein Duplikat habt oder keinen Bock mehr habt, dann habt ihr auch nicht diesen Stress, dass ihr irgendwann zwischendurch mal eine andere SBC machen müsst, sondern ihr könnt euren Verein immer weiter auffüllen und wenn ihr halt ein 84-Plus-Duplikat zieht, habt ihr ja diese TOTS-Upgrades oder halt auch andere Spieler-SBCs, diese ganzen End-of-an-Era-Karten oder so, die man dann abschließen kann. Und ich denke, das ist eine super Methode, um einfach seinen Verein mit SBC-Futter aufzufüllen, dabei noch die Chance zu haben, geile TOTS zu ziehen. Und generell bin ich der Meinung, egal wie viele Runden man am Ende jetzt gemacht hat, ob es 10, 20, 30, 40 sind, man wird am Ende des Tages einen volleren Verein haben, der vom Werttechnischen auch mehr wert ist, als das, was man ausgegeben hat. Klar, die Spieler sind dann Untrade, aber heutzutage ist es eigentlich egal, ob ihr jetzt die Coins habt oder Untrade-Spieler, weil meistens kommen eh so krasse SBCs und da
dann ist es egal, ob ihr dann die Spieler schon im Verein habt oder euch die Spieler halt auf dem Transfermarkt kauft. Ja, somit geht ihr mit Plus hoffentlich am Ende des Tages raus und ich hoffe, dass ihr so gut vorankommt mit dem Crafting, dass ich euch ein bisschen helfen konnte. Wie gesagt, kostenlos craften geht auch, dazu habe ich aber jetzt schon mehrere Videos gemacht. Checkt die einfach mal auf meinem Kanal ab, sucht euch da einfach mal durch die Videos durch. Letzte Woche zum Beispiel ist eins gekommen, wie ihr kostenlos diese 80 Plus Packs craften könnt. Das war zwar für die 82 Plus Picks letzte Woche, ist natürlich aber einfach adaptierbar für die 80 Plus Picks diese Woche oder halt wieder für die 82 Plus Picks, die sind ja auch wieder rausgekommen. Dementsprechend wollte ich euch jetzt den gleichen Käse nicht nochmal erzählen und ich bin der Meinung, so geht es halt auch viel schneller und effektiver. Egal, ob ihr jetzt 50k habt, 100k habt, 150k habt, ihr könnt halt so eure Coins erstmal ausgeben. Ich würde es euch auf jeden Fall empfehlen, das zu machen. Damit bin ich aber raus für heute. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten YouTube-Video wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, haut rein.